Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl, wir drücken eine beliebige Taste und wir starten ab jetzt die Kampagne. Ich möchte ein neues Spiel bitte beginnen. Fortsetzen geht nicht, ich habe noch nichts gemacht bis jetzt, sonst wäre das ja glaube ich weiß. Laden kann ich auch nicht, gibt's auch nichts, also neues Spielchen. Speichern können wir auf 3, geht mehr. 3 ist gut. 3? Nur 3? Platz auswählen? Aha, das wird immer drüber gespeichert wahrscheinlich. Dann nehmen wir den 1er. Wir spielen... Na, leicht ist mir echt zu leicht. Aber es könnte leicht. Leicht. Genießt die Umgebung und Geschichte und erkunde das Spiel in gemütlichem Tempo. Gegner haben eine eingeschränkte Wahrnehmung, verursachen weniger Schaden und geben die Verfolgung schneller auf. Elixiere haben eine stärkere Wirkung und deine Gesundheit regeneriert sich schneller. Normal. Perfekt geeignet für Spieler, die sich mit First-Person-Action-Spielen auskennen. Jo, wir hatten Witcher und so, ne? Wir haben Aragami momentan aktuell, wir haben streng gesehen Fallout. Ich selber habe auch schon Skyrim gespielt, also ja, ich denke, ich hätte Erfahrung. Schwer. Für erfahrene Dishonored-Veteranen oder Spieler, die eine Herausforderung suchen. Gegner sind aufmerksam, hartnäckig und gefährlicher im Kampf. Nein, glaube eher nicht. Sehr schwer gibt es auch noch. Eine brutale Erfahrung für die besten Spieler. Deckung bietet weniger Schutz, Geräusche sind auf größeren Entfernungen zu hören und Verstärkungen sind zahlreicher. So, Punkt. Gegner sind sehr aufmerksam, greifen schneller an und versuchen mehr Schaden. Verursachen mehr Schaden, Entschuldigung. Die Wirkung von Elixieren ist schwächer. Na, wir bleiben auf normal. Ich bin ja ein Dishonored-Anfänger und ja, ich glaube, da haben wir sowohl Action was, als auch geschichtlich und das Ganze hübsch verpackt, glaube ich. Also so wie wir es auch bei The Witcher gemacht haben, The Witcher 3. So. Also, normal. Möchtest du das Tutorial starten? Was? Das wäre da dabei gewesen? Nein, das hatten wir schon. Ups. Ein langer Tag in Dunwall. Heute ist der Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine Caldwin, die vor 15 Jahren ermordet wurde. Zu diesem Anlass sind Besucher aus dem gesamten Inselreich zum Dunwall Tower gereist. Klettern, da haben wir gerade die Geschichten, ne, dass es nicht vergisst. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir tun mal fortsetzen. So. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Oh je. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Na toll. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Dann nehmen wir doch das zweite, oder? Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexi. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen,
Wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emma. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerconos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerconos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerconos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation dem neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr. Wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah. Erst na, ihres großartig. Namen. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Als Emily Caldwin spielen, Herrscherin des Kaiserreichs der Inseln. Von ihrem Vater Corvo Atano in der Kunst des Schleichens und Kämpfens unterrichtet. Was wäre dann drüber? Als Corvo Atano spielen, legendärer Schutzherr der Kaiserin und Verschwörer aus der Zeit der Rattenseuche. Na, ich möchte gern sie spielen. Ich möchte gern die Emily sein. Als Emily spielen? Oh yeah. Ich banne mir kalten Marmor. Nein! Süßes Kind, irgendwann werden sie mich lieben. Vielleicht sogar eines Tages als die verlorene Mutter sehen.
Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Kurtwich. Alter! Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Alter! Mann, waren das Schreie? Lady Emily! Was ist passiert? Pass auf! Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Was? Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater. Kacke. Nichts, was ich allein kann. Ich muss hier raus. Entkomme aus dem Tunnel Tower. Ach, du Heilige. Nur die Ruhe, Corporal Dial. Ramsay weiß, was er tut. Der Mann steigt auf, ist alter Adel, gute Familie. Nun, da er der rechtmäßigen Kaiserin zum Thron verholfen hat, gewinne die Ramsays wieder Macht in Dunwall. Das sollten sie nicht vergessen. Toll. Ich hätte mich lieber ein bisschen leise herumschleichen, herumbewegen. Oh, ich kann was essen. Hm. Sehr gut, ich bin wieder gesund. Alarm einstellen. Aha, für die Sanduhr. Was haben wir denn da? Brief von Beraterin Helmswater. Lesen. Hoheit, es gab einen weiteren Mord und ich kann nicht länger schweigen. Seltsam, dass sich alle Opfer öffentlich gegen sie gewandt haben, nicht? Und wenn nicht seltsam, dann doch so praktisch. Haben Sie mir nichts zu sagen, Majestät? Wie soll ich Sie beraten, wenn Sie mich in derart sensiblen Angelegenheiten nicht einweihen? Es scheint, als sei ich die Einzige in ganz Dunwall, die nicht die Wahrheit über den Kronenmeuchler kennt. Lassen Sie mich nicht außen vor. Ich verbleibe. Ihre getreue Dienerin und Beraterin, Leonora Helmswater. Okay. Wir schließen. Neues Dokument erhalten, okay? Was haben wir da? Zum Stapellauf. Hoheit. Nach der Testfahrt des kaiserlichen Schutzherrn. Testfahrt? Nach der Testfahrt des kaiserlichen Schutzherrn. Okay. Wollen wir die MS Jessamine Caldwin direkt vor dem Todestag ihrer werten Mutter vom Stapel laufen lassen. Ach, so ein Schiff war das. Okay. Ist das, nicht wahr, sondern ist. Ihr Einverständnis vorausgesetzt natürlich. Wir lassen eine Flasche King Street Brandy an die Plattform binden, die sie dann gegen den Rumpf schwingen. Was sie während der Zeremonie sagen, liegt selbstverständlich ganz bei ihnen. Aber anbei finden sie ein paar Anregungen. Möge dich ein frischer Wind zu Ufern nah und fern geleiten. Mögest du deiner Besatzung Schutz vor den Schrecken der See bieten. Mögest du immer nach Crystal finden. Mit reinem Herzen und dem Blick zur Heimat. Getreue Grüße, Berater Wainwright. Okay. Noch ein neues Dokument. Was haben wir dann noch hier Schönes? Ich muss da ein bisschen schleichen. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt normal gehe, dass die reinkommen und mich umbringen. Schreibmaschine. Das war kein Papier drin. Das ist eine komische Schreibmaschine. Naja, andere Länder, andere Sitten heißt immer, ne? Ist am Boden noch irgendwas? Ah, schau mal.
Ablauf für den Mitgliederabend. Mitglieder. Jo, das heißt dann so. Hoheit. Anbei der Ablauf für den Mitgliederabend. Frühstück mit Tyvianischer Handelskommission. Präsentation vom Forschungsschiff Marschläufer, das kürzlich von der neu entdeckten Inselkette vor Pantisien, ich denke so, ne, zurückgekehrt ist. Mittagsmahl mit Würdenträgern aus Molai, die mit einem Geschenk aufwarten werden, damit sie ihren Beschwerden Gehör schenken. Widmung und Eröffnungsrede für einen neuen Flügel des Spitals für betagte Seefahrer. Treffen mit Beratern zum Blutfliegenproblem des Südens. Es gibt hier Blutfliegen? Echt? Okay. Abendessen mit Lord Corvo auf seine Bitte hin. Och, Papi. Mein armer Papa. Eric Plainstow, Sekretär der Terminplanung. Boah, ey, na, als Kaiserin, Königin, Prinzessin ist ja wurscht was. Ah, man hat's echt nicht leicht, ne? Was haben wir da? Globus. Sollte ich ihn drehen und mir ein Versteck suchen? Ich muss nachdenken. Ein Versteck wäre gut, vielleicht fürs Erste. Okay. Frische Nahrung stellt deine Gesundheit wieder her. Verrottete jedoch nicht. Ah, das kann verderben? Okay, dann food ich sie gleich weg. Warte, das war vielleicht ein Blödsinn. Ja, wir dürfen speichern. Neuer Spielstand. Ach, und das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Gut. Spiel löschen, genau. Na, wir gehen zurück. Und tun fortsetzen. Das gefällt mir gut, das gefällt mir gut. Die Zocki ist zufrieden, das ist ja so gut. Lalalalala. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Was war da? Achso, das war nur die Schreibmaschine. Ich wollte schon Kuchen essen und eine Tasse Tee dazu trinken. Nix da. Was ist hier? Brief der Tyvianischen Handelskommission. Nein, nicht weghuschen, ich will das lesen. Hochverehrte Kaiserin, wie Sie wissen, werden Lieferungen aus Serkonos, nach Tivia inzwischen regelmäßig von Piraten überfallen oder sind mit Blutfliegen verseucht, so eine Sauerei, wirklich wahr. Von den verlorenen tivianischen Leben einmal abgesehen, Mannschaften, Hafenarbeiter und Händler müssen wir auch die kaum noch erfassbaren Materialkosten der Fracht selbst bedenken. Wenn wir nicht bald handeln, sehen wir uns gezwungen, den Handel mit Serkonos einzustellen und die Schiffe von der südlichen Insel mit einem Embargo zu belegen. Doch noch ist es nicht zu spät. Die Handelskommission ist vernünftig und hat bereits über Maßnahmen zur Verbesserung der Lage beraten. Wir bitten um Folgendes. Erstens, unabhängige, qualifizierte Inspektoren in allen Häfen. Zweitens, Patrouillen zum Schutz gegen Piraten und Schmuggler. Drittens, Kompensierung vergangener und zukünftiger Verluste. Ich würde diese Maßnahmen gerne möglichst bald persönlich mit Ihnen besprechen. Bisher hat Ihr Stab alle unsere Anfragen um einen festen Termin abgelehnt. Wir sind erpicht darauf, nach Dunwall zu reisen und bitten Sie rasch zu handeln, Hoheit. Bis wir uns zu einem zivilisierten Gespräch zusammensetzen können, setze ich Ihnen unsere besten Grüße. Nicht nur sende ich Ihnen unsere besten Grüße. Vorsitzender Damien Shurigin, sagen wir das so? Tyvianische Handelskommission. So. Gut, das haben wir euch. Ist hier noch irgendwas? Noch ein Globus. Hui! Ich glaube, das war's dann, ne? Ich würde sagen, tu mal auf Spähen, oder? Da geht gar nichts.
Oh. Oh. Okay. Okay, wenn man auf W drückt, kann man sich komplett ducken und kann dann da rein, ne? Okay. Das bedeutet, wir werden den niedermeucheln. Ich habe Frösche in dieser Standuhr versteckt, um Haushälterinnen zu ärgern. Und ich dachte, das Leben wäre kompliziert gewesen. Ja, abwarten. Ich glaube, da kommt wer, ne? Okay, da ist niemand. Super. Super. Dann müssen wir hier wohl raus. Ich will das aufschließen. Einen kaiserlichen Schlüssel benötigt. Wo kriege ich denn? Au, warte. Vielleicht aus einer Schublade. Geht? Warte mal. Look, look. Look, look, look. Na. Hm. Ich stehe mal normal auf. Vielleicht ist es dann besser. Wo könnte so ein Schlüssel sein? Ein kaiserlicher Schlüssel. Der muss doch die Wache haben, oder? Das gibt es ja sonst gar nicht anders. Hallo, Schlüssel? Der liegt bestimmt irgendwo und ich krieg's wieder mal nicht mit. In einem Buch versteckt zum Beispiel auch. Wieso darf ihm das nicht? Dietrich wäre nicht schlecht. Ich denke, ich werde, wenn es passt, mal die Tastaturbelegung dann noch ein bisschen ändern. Ich tue mich mit der F-Taste ein bisschen schwer. Kaiserlicher Gemachschlüssel. Ja, wenn ich den nicht krieg, der ist sicher irgendwo unterm Teppich vielleicht versteckt. Geht da was? Hä? Was soll denn das sein? Scheiße. Okay, das bringt ja nichts. Ja, super, jetzt hänge ich da schon fest, ne? Hallo, das gibt's ja nicht. Und ich krieg die... Kaiserlicher Schlüssel im Blumentopf vielleicht? Hinterm Blumentopf? Pinkeln. Das ärgert mich jetzt gerade. Wieso finde ich den Schlüssel nicht? Sicher ist nur so ein kleiner Dreck, wo ich schon 20 Mal vorbeigelaufen bin. Das gibt's ja nicht. Habe ich sowas nicht irgendwie zufällig im Inventar? Ich bin gerade voll überfragt. Das gibt's ja nicht. Ist denn nirgends, wo so ein dämlicher Schlüssel ist? Vielleicht muss ich auch einfach klettern. Das Hound Pits Pub. Unglaublich, aber manchmal vermisse ich diese Zeiten. Kein
darauf? Tatsächlich. Was mache ich jetzt da oben? Hilfe! Das ist jetzt übel. Zerstörbare Tür. Was ist das eigentlich? Mein Inventar, Schnellknopf-Dings und so, ne? Mhm. Kann ich das irgendwie... Kann ich da irgendwie... die Tür auftreten? Vielleicht? Nein? Kann ich da irgendwie einen Knüppel rausnehmen? Oder ein Brecheisen? Gibt's sowas? Ah, nicht wirklich. Unter dem Tisch ist ja auch nichts, oder? Schimmel. Schaut irgendwie aus wie Schimmel, ist aber keiner. Schimmel unterm Tisch. Ja, ich bin offiziell überfragt. Jetzt schon. Das gibt's ja nicht. Ich stelle mir wahrscheinlich an, gerade wie der letzte Depp. Das wird mir überhaupt nicht wundern. Aber irgendwie kann man die Deppen da auch nicht herrufen. Mann. Ach, herrje. Nicht gut. Zerstörbare Tür. Man will halt nicht, ne? Ich kann scheinbar auch nicht Schlösser knacken. Das gibt's nicht. Irgendwie muss ich hier den Schlüssel haben. Das irgendwie einschlagen? Ich bin gerade offiziell Vollgas überfragt. Oder so. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. So geht's auch. Einfach ein paar Fenster raus. Tja, wieso nicht? So nicht? Super. Nyla ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind weitergekommen. Ich bin schon stolz. Haha. Was haben wir denn da noch Schönes? Einen Körper. Muss ich fragen? Lady Emily. Es geht Ihnen gut. Meine Güte. Was? Oh, mein. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater. Er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen. Hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie. Fliehen Sie aus Dunwall. Alexi, no. Tut mir leid. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, ja. Sie lebt ja nicht mehr, sie ist ja tot. Also, stirb wohl, kannst du eher sagen. Fuck. Da kommt jemand. Ich verstecke mich mal ganz kurz. Da kann man es öffnen. Was haben wir denn da Schönes? Leichter Beutel. Nehmen wir gern mit. Das war's schon. Dann machen wir dazu. Haben wir hier irgendwas? Nö. Zu diäten. Da drüben? Nö. Kann man dich beklauen? Irgendwie? Nein. Ach, herrje. Ach, herrje, Mini. So, dann hauen wir da weg. So. Ach, ja, Mimi.
Wie war das? Mit F kann man die Waffe mal wegstecken, ne? Mit F wieder rufen. Ah, okay. Huch. Ups. Harfe spielen vielleicht, da kommt ja wer. Kann ich mich dann unterm Bett verstecken? Nö, nicht wirklich. Ich soll es wieder speichern. Warte. Ich speichere das Ganze wieder. Der Part ist eh zu Ende. Wir haben es wenigstens mal aus dem Raum rausgeschafft. Ich bin schon froh. Ah ja. Dann würde ich sagen, wir haben im nächsten Part uns hier, ja, voranschleichen. Na, Servus Kaiser, ne? Wortwörtlich, Servus Kaiser. Kaiserin eher so. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Ertragen meiner Fails. Fängt ja schon wieder super an. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!